Und wir machen hier weiter und stellen Ihnen die Perlen aus dem Programm vor, die wir extra zusammensuchen für Sie, damit Sie einen Eindruck von dem bekommen, was für ein Reichtum auch in diesem Jahr hier wieder vertreten ist bei der Berlinale, was man hier sehen kann, was man hier auch entdecken kann. Und das Folgende ist ein Film, der ist wirklich gerade erst fertig geworden. Also im Grunde genommen mit heißer Nadel jetzt noch die letzten Stiche dran gemacht. Ich durfte ihn aber trotzdem sehen und dafür bin ich sehr dankbar, denn er hat mich sehr gepackt und sehr berührt. Das ist ein Film, der führt uns nach Austin, Texas, also beziehungsweise in die Nähe dort. Also offenbar ist das so das Umfeld dieser Stadt. Und erzählt eine Geschichte, die aber vielleicht fast so überall passieren könnte. Das ist vielleicht das Universelle, auch an dieser Geschichte über sehr junge Leute. Der Film heißt Petting Zoo und ist ein Film von Maika McGee, die ich erstmal ganz herzlich grüße. Hallo Maika. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein können. Und Maika lebt schon lange, lange in Deutschland, stammt aber aus den USA. Seit über 10 Jahren bist du hier, ne? Genau, seit 2001. Aber ich bin aus San Antonio. Der Film spielt in San Antonio. Das ist San Antonio. Genau, das ist in der Nähe von Austin. Das ist so zwischen Austin und Mexiko. Mhm. Und das ist eine etwas abgesetztere Stadt als Austin ist. Austin ist so da, wo man hingehen möchte. So ein bisschen wie Berlin auch da ist, wo man hingehen möchte. Aber Texas stimmt. Texas stimmt auf jeden Fall. Und Devin kommt auch aus San Antonio. Sie war auch auf mein Highschool eigentlich. Wir sind auf die Highschool gegangen da. Ja, und damit hättest du schon die wirklich faszinierende junge Hauptdarstellerin angesprochen, die also ihre allererste Rolle spielt, zum ersten Mal vor der Kamera steht und in deinem Film schon sehr herausgefordert wird. Also sie muss große Emotionen zeigen, sie geht durch tiefe Täler in diesem Film und das stemmt sie alles mit so einer natürlichen Heiterkeit, mit einer Leichtigkeit geradezu. Auch in den ganz schrecklichen Momenten wirkt sie eigentlich unzerbrechlich. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Eine Entdeckung der Berlinale, Devin Keller. So good to have you here. Hello. Hello. Thank you so much for coming. And I just said I was really surprised to learn that this is your first part because you have to do so many very hard things. You have to show so many emotions. It's really a challenge, I think. So I couldn't believe. I thought you probably acted for the fourth time or fifth. Well, I've done a lot of live theater, but I did notice it was a lot different like through film. And it was pretty difficult, especially trying to establish myself and Layla. They were very similar but also very different, and I think that was probably the hardest part, was just trying to develop the character, I think. Also sie hat schon durchaus Spielerfahrungen, eben Theater hat sie gespielt, aber das war schon etwas ganz Besonderes und vor allem war es für sie schwierig, das eben zusammenzubringen, diese Figur Layla und sie selbst, weil es gibt schon Gemeinsamkeiten, aber es gibt natürlich auch große Unterschiede in diesem Film, die ganz anders sind und das eben so anzunehmen, war eben die große Herausforderung dieses Films. Und Maika, vielleicht können wir kurz erklären, diese sehr junge Frau ist ja sehr vielversprechend. Sie ist auch also wirklich, wo man denkt, da kann was draus werden. Sie bekommt so ein Scholarship auch, ne, offenbar was ganz Tolles fürs College. Aber das muss sie ja ausschlagen. Vielleicht kannst du kurz sagen, warum sie sich letztlich doch anders entscheidet. Also warum sie sich dieses... In der Geschichte ist es ja so, dass sie erfährt, dass sie schwanger ist. Und ich glaube, in Texas ein bisschen anders wie hier, aber vielleicht auch so wie hier in manche Familien oder so, wäre es eigentlich undenkbar, dass man eine Abtreibung macht. Und ich glaube, der Film geht mehr oder weniger darum, dass man sieht, was sind die verschiedenen Potenziale, die man hat. Man hat die Potenzial, auf die Uni zu gehen und sich selber zu verwirklichen auf irgendeine Weise. Und dann auch, was ist die Potenzial, eine Mutter zu sein oder so, so dass man diese verschiedenen choices auf Englisch, aber die Sachen, die man selber bestimmen kann, eigentlich nicht mehr bestimmen kann und einfach mitgenommen wird und ein bisschen so wie hinten im Auto sitzt und irgendwo hingefahren wird und das einfach über sich ergehen lässt. Ja. So, und wie diese Erfahrung ist und wie man dann aus so einer Erfahrung so eine Augenblitz bekommt, das ist überhaupt nicht richtig Deutsch, aber so, dass man scharf sehen kann und dann anfangen kann zu entscheiden zwischen seiner eigenen Ethik und der Ethik von der Umgebung. Und ich glaube, das hat Devin auch ganz gut rübergebracht, dass sie die ganze Zeit gedacht hat, weil da wird nicht so viel gesprochen, aber man kann immer sehen, dass sie was denkt. Und deswegen, wir haben wirklich tausend Mädchen angeguckt und es war so schwierig, die Leute zu überzeugen, dass sie das ist, weil sie keine Erfahrung hatte, aber sie hat das auf jeden Fall 1000-mal besser gemacht als jemand anders das machen könnte jemals. Ja.
Also Augenblitzen ist ein wunderschönes Wort. Ich weiß genau, was du meinst und ich sehe sie jetzt auch mit blitzenden Augen. Sie hat diese Rolle wirklich ganz überzeugend gespielt und vielleicht kannst du uns ein bisschen vorstellen, was für eine Art von Mädchen ist sie, weil ich finde, sie hat auch eine gewisse Stärke irgendwie. Also auch wenn du sagst, sie wird durch die Umstände auch getrieben in bestimmte Situationen, sie nimmt die mit sehr viel Würde an und das hat mich so beeindruckt. Maybe you can describe a little bit that girl, what kind of girl she is, because I like so much that even in very difficult situations, she has a certain sense for dignity. She's very proud in a way. I think so. I think she tries to just keep herself as grounded as possible all the time. She keeps a lot of things to herself, and I think that's where the dignity comes in, like you said. Also ich glaube das auch, ja, das ist so jemand, die versucht also sehr geerdet zu sein und auch sich selbst treu zu bleiben und dadurch kommt vielleicht dieser Eindruck eben von Würde. Das finde ich eben auch schön entwickelt in diesem Film. Sind ja verschiedene Leute, mit denen sie sich sozusagen auseinandersetzt, in denen sie sich auch spiegelt, die wunderbare Großmutter, I like the grandma in the movie, she's so great, it's a great lady by the way. Also die Großmutter gibt es dann natürlich auch die Verwandten, die Freunde, mit denen sie immer doch in Konflikt steht und ich fand es interessant zu sehen, wie sie sich vielleicht auch in diesen Konflikten selbst findet, also in der Reibung mit den anderen Figuren. War das so geplant bei euch? I totally don't understand the question. I'm really, really sorry. So, I ask you, your German is so fantastic. Also ob es geplant war, also, dass sie sich entwickelt durch die anderen Charakteren. Exactly. Ja, yeah. Also ich weiß nicht, ob sie sich, sie entwickelt sich schon, aber das ist sehr langsam und ich glaube, das ist eher die Umgebung und die Leute sind Teil der Umgebung, so mehr oder die gehen auch einfach weg, man weiß nicht, was mit denen passiert ist manchmal, also die sind wichtig, aber dann wieder unwichtig und die tun einem total weh, aber sind dann einfach weg, so, so. So geht sie auch damit ja manchmal um, nicht? Also wenn sie Leute wieder trifft, dann kann sie auch eine gewisse Gleichgültigkeit zeigen. Was war denn die größte Herausforderung für dich? Was war das Schwerste vielleicht beim Drehen? What was the greatest challenge for you? The most difficult scene in that movie? There are some, I could imagine. There are a few, definitely. The most challenging scene was probably giving birth. Something I've never done before, so something I had to try and understand, I guess. That was definitely difficult. We had a lot of rehearsals for it. I was even nervous for the rehearsals. But Micah definitely helped me through it. She tried to, I guess, create like a scene that could fit as a birth scene, you know, like being beat up, you know, it's like each contraction is like being hit, I guess, and that's kind of how I had to take it, and so that was very difficult, because it's, I mean, it's difficult to portray a scene that, you know, you've never experienced before, so that was probably the most difficult. Also the most touching scene in the whole movie. Also sie sagt, das Schwerste war wirklich, die Geburt selbst zu spielen. Wenn man das niemals selbst erlebt hat und man gar nicht weiß, wie das ist, dann ist das eine große Herausforderung gewesen und hat aber Mike als Regisseur so eine Atmosphäre geschaffen, dass sie irgendwann selbst das Gefühl hatte, also die Wehen treffen sie tatsächlich. Also sie muss tatsächlich dann ein Kind zur Welt bringen, aber das eben durchzustehen, das zu spielen, das war eben, wenn man es selber gar nicht kennt, wirklich eine große Herausforderung. Wollen wir auch noch sagen, wodurch diese Geburt nochmal besonders überschattet ist oder soll es ein Geheimnis bleiben für den Film? Ich will nie irgendwas spoilern. Oh, I don't mind. I mean, I think, also ich, mir ist das egal. Ich glaube, vielleicht sagt man das nicht, aber das ist auch nicht das ganze Zentrum von Filmen, sondern eher sie, glaube ich. Also es gehört dazu. Es ist über diese Potenziale, glaube ich. Aber ich war trotzdem sehr erschrocken. Also es ist eine, wir können es da doch, ich glaube, man kann es so sagen, weil es gar nicht so wichtig ist, wie du schon sagst. Es ist eine Totgeburt, das weiß sie auch. Es ist eine eingeleitete Geburt, weil man das Kind auf diese Weise abtreibt, was aber eben schon im Mutterleib gestorben ist. Ich war nur total geschockt, wie brutal das dann in diesem Krankenhaus zuging. Also sie ist ja eigentlich in einer wirklich verzweifelten Lage. Sie ist der Mutter, sie ist allein, nachher kommt eine Freundin und hilft ihr. Und die ganzen Schwestern, die Ärzte, kein Mensch kümmert sich, die sind so rude zu ihr. Also ist das normal? Hast du das recherchiert? Ich dachte, da sitzt irgendjemand dabei und hilft. I was really shocked, how rude all the assistants and the doctors behave. This is unbelievable. Ja, also das ist, also Teile von diesen Filmen sind auch autobiografisch und das ist mir auch wirklich passiert, also diese Szene und das
kein Arzt gekommen ist, weil ich Medicaid hatte, also ich hatte keine Gesundheitsversicherung und da wird man so eingeordnet. Das haben wir dann so, die Armutssache haben wir sehr viel aus den Filmen rausgenommen, aber eigentlich hat das sehr viel damit zu tun, die Priorität von wer wann irgendwie Hilfe bekommt, ist dann auch danach gerichtet, wer krankenversichert ist und wer nicht. Und es gibt auch eine gewisse Scham, die man hat, wenn man nicht irgendwie für etwas selber zahlen kann. Wenn man Hilfe annimmt, ist es anders als hier, sehr, sehr, oder vielleicht nicht so anders, aber ich glaube doch sehr viel anders, sehr schlecht angesehen, wenn man irgendeine Hilfe bekommt, auch Krankenversicherungshilfe, so diese Medicaid-Hilfe. Also, und eigentlich war das im Film netter, ist es netter zugegangen. Netter als in der Wirklichkeit, sagst du, oh Gott, das will ich gar nicht mehr genauer wissen. Aber was man eben auch noch sagen muss, diese Szene ist ja nicht nur sozusagen sozial sehr kritisch, weil sie zeigt, wie es dazugeht, sondern es ist der Abschied von diesem Kind. Also, und dadurch wird es eben auch eine sehr ergreifende Szene, weil sie diesen Augenblick ja auch braucht, des Abschiednehmens und den auch bewusst will. Und das ist wiederum Ausdruck für ihre große innere Stärke, dass sie die Kraft dann hat, von diesem Kind ganz bewusst Abschied zu nehmen. Davon erzählt dieser ganze Film, wie ich empfinde, von einer inneren Stärke, die da ist und die sie durch den ganzen Film trägt. Die Darstellerin dieser Figur ist Devon Keller, bei der ich mich sehr herzlich bedanke und ich hoffe, dass wir sie bald mal wieder sehen. Hope to see you again on the screen. Thank you so much, Devon, and congratulations. Ich bedanke mich bei Maika McGee, die diesen Film inszeniert hat, übrigens mit vielen deutschen Kollegen. Nicht, das ist ein gemischtes Team gewesen, stehen viele deutsche Namen im Abspann. Petting Zoo läuft im Panorama als Special und ist zu sehen morgen. Dann ist der Film also absolut fix und fertig. Und zwar um 19 Uhr im Zoopalast, da ist dann die Premiere. Viel Glück dafür am Mittwoch, 12.30 Uhr, Cinemax 7. Und es gibt noch weitere Vorführungen von diesem kleinen, sehr berührenden und sehr intensiven Film. Thank you so much.